Marianne und Michael, ein Wunder. Ihr Bühnenaus rückt wieder in den Hintergrund. Es sah aus, als könne Michael nie wieder jodeln, Diagnose Stimmbandlähmung. Doch dann geschah nach seinem schweren Schlaganfall ein wahres Wunder. 2 Jahre ist das schreckliche Drama inzwischen her. Im März 2022 hatte Michael Hartl, 75, einen Schlaganfall. Die Folge: Operation, Koma. Als er aufwachte, war es unklar, ob er je wieder Auto fahren, schreiben oder sprechen könne. All diese Fähigkeiten waren nicht mehr da, erklärte er einst. Doch der Sänger hat sich tapfer zurück ins Leben gekämpft. Nur eine Sache fehlte bislang: er konnte nicht mehr jodeln, weil seine Stimmbänder gelähmt waren. Auch das noch. Marianne und Michael, einige Fans waren richtig sauer. Doch jetzt kam es zu einem kleinen Wunder, wie Ehefrau Marianne, 71, überglücklich berichtet: Michael kann wieder jodeln. Sie findet, damit beweist er sehr schön, dass man es schaffen kann, wenn man es nur will. Eigentlich sollte Ende April ihre Abschiedstournee enden. Aber die Fans können selbst nach Jahrzehnten nicht genug von dem Volksmusikduo bekommen. Das beschert uns Freude, Gänsehaut und Dankbarkeit, erklärt Marianne. Doch viele waren auch richtig sauer und haben sich beschwert, warum wir nicht nach Bayern kommen. Das geht natürlich nicht. Deshalb werden die beiden im November dort auftreten. Und Michael wird bestimmt noch einmal jodeln.